dieser Ausstellung ist einfach die Tatsache, dass es die größte Ausstellung ist, die ich je hatte. Es sind 133 Fotos, alle Fotos, die in diesem Katalog von der IFA-Ausstellung sind. Und ich bin sehr froh, dass sie hier die Premiere ist in diesen schönen Räumen und dass wir sie alle auch mit einer schönen Spannung und Gleichgewicht hängen konnten. Und das macht mich einfach froh. Ich glaube, die Ausstellung bietet einen ziemlich fantastischen Bilderbogen über mehr als 30 Jahre deutsche Geschichte östlich der Elbe und den Folgen des Falls der Mauer. Sie ist unglaublich vielgestaltig. Es gibt sehr viele Aspekte des Alltags zu sehen, aber eines Alltags, der eher ein sehr emotionaler Alltag ist. Wenn ich meinen Kindern zeigen möchte, wie sich die DDR angefühlt hat, für mich angefühlt hat, dann kann ich das mit den Bildern von Helga Paris. Fast alles Serien, in sich geschlossene Serien, die unter einem Titel laufen. Das sind alles Verwandte. Ich habe die Halle-Leute, ja. Das ist, die haben mich ganz kurz nur gesehen. Ich habe die angesprochen, drei Bilder gemacht und fertig. Die haben mich sofort vergessen. Aber ich nehme die mit wie Verwandte. Ich kenne die alle, ich kenne die wie so. Also, und das ist wirklich ein ganz komisches Verhältnis. Interessant für Menschen, die gar keinen Kontakt zu der Nachkriegszeit hatten im Osten. Naja, es ist eben so, dass zu einer Zeit, die sehr viel mit Verfall zu tun hat, plötzlich durch die Fotos sich Dinge, die durchaus bedenklich waren, in ein ästhetisches Medium umgewandelt haben, von einer großen poetischen Schönheit. Und für uns, die uns die Stadt immer als schrecklich dargestellt wird, hat das natürlich auch eine sehr schöne positive Seite. Ja, die habe ich schon meinen besten Freunden und Freundinnen empfohlen und schicke sie jetzt auch alle her. Also ich habe sogar heute schon 5 Kataloge gekauft, die ich jetzt zu Weihnachten verschenken werde. Und ich hoffe, dass die es auch weiter sagen und dass die Leute herschicken, die sich die Ausstellung hier angucken. Es lohnt sich auf alle Fälle.